United Sommer 2019 als Word-Dokument. Kleiner Spoiler oder was? Ja, United soll im Sommer wieder losgehen, Freunde. Ich habe da aktuell ein paar ganz coole Ziele oder ein paar ganz coole Ideen. Ja, da wir ja bei United, um eben Preisgelder und eben um mich selber zu finanzieren, haben wir natürlich auch Sponsoren am Start und da muss natürlich erstmal ein richtiges Konzept vorgelegt werden. Ne? Kannst natürlich nicht irgendwie zu einer großen Firma gehen und sagen, ja, Alter, wir machen jetzt ein Turnier und wir starten das mal demnächst. Naja, ich habe für United, also es kommt auf jeden Fall noch ein United in FIFA 19. Ja, mal gucken. Das fehlen jetzt nur zu United ein, um wieder rauszuschmeißen. Nee. Guck mal. Mein Beef ist ja auch immer lustig. Und ist ja auch kein Geheimnis, dass ich nicht mehr wirklich eine hohe Meinung von Phineas habe. Aber, Freunde, ganz wichtig ist immer den Stil bewahren, ja? Immer den Stil bewahren. Das wär stillos. Ja? Die Sache mit Phineas ist durch. Mache mich ab und zu mal nachträglich ein bisschen darüber lustig. Aber den Stil muss man immer bewahren. Und. Das kann jetzt nicht sein. Wow. Bruder, Illuminati confirmed. LOL. Da haben wir einfach ein Pack. Ja, wir gehen raus. Nee. Also, Beef ist ja alles schön und gut. Und, wie gesagt, ich habe keine hohe Meinung mehr von Phineas. Weil das, was er gemacht hat, war scheiße. Und ihr kennt, denke ich mal, meine Meinung dazu. Aber irgendwann reicht dann auch mal so, weißt du? Ich habe gar keinen Bock, mich irgendwie noch groß damit zu beschäftigen. Keine Ahnung, vielleicht kommt ja auch mal wieder Fatal, vielleicht kommt ja auch mal wieder irgendwann ein Video von Phineas, I don't know, das ist irgendwie auch schon ein bisschen länger her. Aber, ja, keine Ahnung. Also ist etwas, womit ich mich nicht mehr mit befassen muss. So, sowohl mit Phineas, als auch mit irgendeinem Turnier, was nicht United ist, weil ich dann damit nichts zu tun habe. Von daher, easy game. Let's Wake sein, ich habe noch keine genaue Teilnahmeliste. Ich kann euch nur schon mal sagen, dass No End Gaming nicht mitmachen wird, weil der ein Wichser ist. No End Gaming macht nicht mit beim nächsten United, weil ich mag den nicht. Endlich, ja, so sieht's aus. Gut, ja, also für die, die jetzt die Geschichte nicht mit Phineas kennen, ich kann sie einmal ganz kurz runterbrechen. Das Thema ist halt für mich wirklich durch. Ich reg mich da auch mittlerweile nicht mehr drüber auf oder so, weil das ist einfach durch. So, wisst ihr? Man gerät immer mal aneinander und es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber das Thema ist durch. So, ja. Also es war damals so, ich glaube, ich habe mich da auch bis auf dem Interview von Sweater nie richtig detailliert zu geäußert. Also das Ding war folgendermaßen damals so bei Fatal und United. Normalerweise gab es ja im deutschen Raum immer das Fatal-Turnier. Und bei Fatal war das so, dass es halt Phineas organisiert hat. Ja? Das Konzept stammt ja aus dem englischsprachigen Raum von Bateson. Und Phineas hat dann, glaube ich, irgendwann, damals hatte ich aber noch, war ich noch gar nicht richtig in der FIFA-Community, habe ich noch mein Karrierezeug gemacht. Phineas ist dann irgendwann, Sekunde. Phineas ist dann halt irgendwann auf Bateson zugegangen und hat gefragt, ob er Fatal nicht nach Deutschland bringen kann. Und das hat dann auch so funktioniert und ich habe dann auch, glaube ich, dreimal bei Fatal mitgemacht und Turnier war nicht schlecht, gar keine Frage, es hat auch Spaß gemacht, es war immer sehr gehypt und generell finde ich Turniere auch in der FIFA-Szene, das ist cool, das ist eine geile Sache, deshalb mache ich da jetzt auch selber eins. Das Ding war nur bei Fatal, dass halt einfach Phineas, ihr seht es ja, er hat jetzt auch wieder, glaube ich, das letzte Video war zum Totti, er ist einfach super inaktiv und auch super unzuverlässig und ich bin selber nicht der zuverlässigste Mensch, aber wenn es um Business geht, wenn es um meinen Job geht, da bin ich ehrgeizig und mich hat es einfach wütend gemacht, dass jemand, dem, sage ich mal, die Turnierszene im deutschen Bereich gehört, das einfach so, ja, so wahllos, sage ich mal, hinscheißt und da einfach kein Spirit drin hat. Das Turnier hat sich überhaupt nicht weiterentwickelt. Ich glaube, zu FIFA 16 wurde auch mal ein Turnier gar nicht zu Ende gespielt, weil es irgendwie auch nie genaue Pläne gab, wie das Turnier ablaufen soll,
wie, wann, wo die Deadlines sind. Dann sind Turniere einfach mal über 2 Monate nicht gekommen, wo dann uns schon als Spielern, also als Teilnehmern gesagt worden ist, jo, dann und dann kommt das Turnier. Ich glaube, bei Fatal Icon, gab es einen genauen Plan. Da kam ja das Finale an Weihnachten. Warum war das so? Warum war Fatal Icon genau geplant? Weil ich das komplette Fatal Icon organisiert habe. Ich habe Phineas zu Fatal Icon ein komplettes Konzept geschrieben, wie, wo, wann was passiert. Zum Beispiel die Idee mit der Doppelcoins-Folge bei Fatal Icon kam auch von mir. Also Fatal Icon habe ich zu 95% auch schon selber organisiert. Jetzt bis auf die Teilnehmer und die Grafiken und so, aber den Turnierablauf habe ich schon organisiert. Und ja, irgendwann wurde mir das halt einfach zu blöd, weil jemand ein Turnier organisiert hat, der halt in der FIFA-Szene irgendwie nicht mehr wirklich was macht und wo du, finde ich, dass die Vermittlung bekommen hast, ja, dass dem das Turnier oder generell FIFA halt an sich einfach scheißegal ist. Ja, was mir dann, oder was mich dann halt richtig wütend gemacht hat, war zum Beispiel die Ankündigung von Fatal Germany. Fatal Germany war nach Fatal Icon, ne? Das glaube ich war Anfang 2018. Das wurde dann halt angekündigt mit, da hat Phineas auch zuvor wieder 2 Monate lang kein Video gemacht. Das wurde dann angekündigt mit den Worten so, yo, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf FIFA. Lasst mal einen Daumen nach oben für Fortnite da, aber hey, hier ist Fatal, guckt euch Fatal an. So, keine Ahnung, ihr könnt euch das Video vielleicht nochmal im Nachhinein anschauen, das wird noch online sein, die Ankündigung zu Fatal Germany. Das war halt echt, das war keine Ahnung, so kündigt man kein Turnier an. So, und das hat mich dann halt irgendwann so genervt, dass ich gesagt habe, hey, ja, ich weiß, es geht nur noch 10 Minuten, Freunde, alles gut. Das hat mich dann irgendwann so genervt, dass ich gesagt habe, hey, weißt was, warum organisiere ich nicht ein eigenes Turnier? So, wo ist denn das Problem? Warum muss man sich nur auf Fatal beschränken? Man hat so viele Möglichkeiten mit dem Turnier. Warum mache ich das nicht einfach mal selber? Und dann haben wir das halt mit United gemacht. Steht ja unter dem Namen der Crew, beziehungsweise ich organisiere das, aber die Crew hat da auch ihren Anteil dran. Und dann sind wir das erste Mal mit United World Cup an den Start gegangen. Ich musste halt echt noch ein paar Spieler kaufen. Damals war es aber auch noch so geplant, dass neben United World Cup gleichzeitig auch ein Fatal läuft. Ja? Also es sollte auch ein Fatal World Cup kommen, weshalb dann zum Beispiel auch die Jungs von Feel FIFA nicht dabei waren, weil die ja gut mit Phineas sind, Phineas schon gesagt hatten, dass die bei Fatal World Cup dabei sind und nicht bei United World Cup oder wie auch immer Fatal heißen sollte. Ja? Und dann sind wir halt mit unserem Turnier ohne Phineas, ohne viel FIFA an den Start gegangen, weil die halt ihr eigenes Turnier machen wollten. Das kam aber irgendwie nie. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ich glaube, denen ist ein Sponsor oder so abgesprungen. Ich weiß das gar nicht mehr. Und ja, dann wurde halt zu FIFA 19 wurden halt wieder neue Turniere geplant. Natürlich unter anderem auch von uns. Und da wurde dann halt gegen United ziemlich schmutzige Wäsche von Phineas und seinem Geschäftspartner, den ich jetzt hier namentlich nicht nennen möchte, der auch einen YouTube-Kanal hat, wurde halt ziemlich schmutzige Wäsche gegenüber United betrieben, dass uns versucht worden ist, Teilnehmer abzukaufen, die bei uns schon zugesagt haben. Und ja, da hat Phineas sich dann so ein bisschen ins eigene Bein geschossen und halt gleichzeitig dann auch noch seine eigenen United-Folgen gefaked. Das war natürlich doppelt blöd. Und ja, that's it. So, that's it. Aber ja, Thema ist durch, Freunde. Ihr sollt doch nicht Phineas haten oder so. Ist völliger Schwachsinn, Freunde. Aber that's it. So, das ist die Thematik dazu. Oder das ist so mein Schluss dazu. Das ist ja jetzt doch schon ewig lange her. Aber nur, dass ihr euch das ein bisschen, ist jetzt auch grob zusammengefasst, ein bisschen ein Bild machen könnt. Warum, wieso, weshalb das damals so war. Ja. Nein, also zusammenfassend. Phineas hat sich in meinen Augen, er wird da wahrscheinlich auch noch eine andere Meinung zu haben. Ist ja immer so. Also bei mir ist das so. Wenn jemand einen Fehler macht oder wenn meiner Meinung nach jemand etwas macht, was ich uncool finde. Also ich glaube eigentlich immer, so blöd sich das anhört, aber ich glaube eigentlich immer bei den meisten Menschen zumindest an das Gute in dem Menschen. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass Phineas irgendwie von sich aus ein abgrundtief böser Kerl ist oder so. Hab ja auch teilweise früher zusammen mit ihm gechillt. Für mich ist es früher immer ein gerader Dude gewesen. Aber meiner Meinung nach hat er sich halt in dem Fall United Fatal halt einfach nicht cool verhalten. Ich glaube, ihm geht's da, also ich, so kann ich mir das im Nachhinein erklären. Ich glaube, Phineas hat halt damals einfach Panik bekommen, dass halt sein etabliertes Turnier mit Fatal halt, was ja auch letztendlich so gekommen ist von United, überholt wird. Und
Deshalb ist er halt so mit hingegriffen, die halt für mich, das muss ja jeder für sich selber wissen, aber für mich halt nicht vertretbar sind, halt Teilnehmer abkaufen und sowas, ne? Also versuchen. Und ja, aber wie gesagt, nur jetzt einmal für die Aufklärung, für die, die gar nicht wissen, was da damals abgegangen ist. Thema ist ja schon ewig, kein Herr, wann waren das, im Oktober oder so. Und that's it. Ich bin Finn jetzt nicht mehr böse oder so, jeder geht seinen eigenen Weg. Ja, das war's. Emanuel, das kann man nie sagen. Ne? Ich weiß auch nicht, warum Finn jetzt so wenig hochlädt. Also, auch wenn ich, wie gesagt, keine gute Vergangenheit mit Phineas hab, bin ich trotzdem nie glücklich darüber, wenn ein großer FIFA-YouTuber auf einmal inaktiv wird. Also, so blöd sich das anhört, und vielleicht glaubt ihr mir das auch nicht, aber ich würde mir wünschen, wenn jemand wie Phineas wieder Content bringen würde. Einfach, weil es gut für die FIFA-Community ist. Schade, dass so ein großer Kanal irgendwie, keine Ahnung. Ja, wer weiß, vielleicht familiäre Probleme oder so, deshalb möchte ich da gar nicht drüber urteilen oder so. Ist jetzt auch gut mit dem Thema Phineas, ja. Wie gesagt, um da mal einen Strich drunter zu ziehen, vielleicht sieht das Phineas ja oder so auch, weiß ich nicht. Aber, ich bin kein nachtragender Mensch, so, Streitereien gehabt, Streitereien abgeschlossen, wir sind keine 13 mehr, dass man sich jetzt irgendwie weiterhin beleidigen müsste oder so. Ich wünsche Phineas für die Zukunft alles Gute. Ich weiß nicht, was bloß ist, warum er nichts bringt oder sonst irgendwas. Vielleicht hat er auch einfach keinen Bock, vielleicht hat er Privatprobleme, das weiß man nie. Aber Thema ist durch. Ja, Thema ist durch.